Das Frühjahrskonzert der Stadtmusik Kitzbühel. Erster musikalischer Höhepunkt jeden Jahres. Unter der Leitung von Kapellmeister Florian Siemeyer starten unsere Musikantinnen und Musikanten in das Jahr 2018. Gleich zu Beginn stand mit Einzug der Gladiatoren ein triumphaler Marsch von Julius Fučík auf dem Programm. Und wer nicht dabei war, der hat eindeutig etwas versäumt. Für die, die nicht dabei waren, muss ich sagen, der größte Fehler des Lebens. Es war ein super zusammengestelltes Programm. Es war im Grunde alles dabei, vom klassischen Walzer bis zu moderne Ohrwürmer, sage ich jetzt. Auffällig im Programm von Frühlingsstimmen 2018 sind die vielen jungen Solisten, wie zum Beispiel Thomas Beihammer am Altsaxophon. Naja, Solisten sind natürlich alle der Stolz vor einer Musik und die zeigt man natürlich gern her. Und jetzt haben sich halt junge Solisten auch angeboten und die zeigt man doppelt gern her, logischerweise. Und da hat der Kapellmeister auch eben die passenden Stücke dafür gefunden. Mir gefällt aber, wenn sie die Musikanten einleben, das ist für mich persönlich ganz wichtig, weil da Sachen rauskommen, die was zwischen die Notenzeilen stehend oder auch nicht stehend, was in der Gefühlsebene sich abspielt. Und da haben wir viel erreicht und die Musikanten, die haben da echt alles geleistet. Ein abwechslungsreiches Programm, die Mischung aus traditioneller Musik, Swing und, kurzum, Partymusik, begeistert neben dem Publikum auch alle Musikantinnen und Musikanten für die Blasmusik. Der Kapellmeister, der spielt die wichtigste Rolle eigentlich da. Er schaut, dass das Gesamtspiel halt einfach funktioniert. Und es geht eigentlich recht gut, würde ich sagen, bei uns. Also, der Schlagzeug natürlich hilft dann auch dafür. Bei der Programmauswahl wie auch bei der Auswahl der Solisten beweist vor allen Dingen der Kapellmeister sehr viel Fingerspitzengefühl. Der Kapellmeister gibt man ungefähr 4 Monate vor dem Konzert einmal ein Stück. Und dann schaut man sich das natürlich innerhalb von den Proben einfach einmal an, ob einem das liegt oder nicht. Und dann kannst du natürlich zu Hause selbst üben, weil ohne den kann es eigentlich nicht funktionieren. Damit die Musikanten und Solisten beim Konzert den verdienten Applaus genießen können, bedarf es aber im Hintergrund einiger organisatorischer Arbeit durch die Funktionäre des Vereins. Ja, macht immer noch Freude. Also Obmann bin ich ja noch nicht gar so lang und damit sind auch noch keine Abnutzungserscheinungen irgendwie bemerkbar. Und wir sind so 80 bis 100 Mal im Jahr musikalisch am Weg und als Obmann kommen dann sicher noch 50 Einsätze oder was dazu. Und da gibt es immer was Neues, Herausforderungen, was Spannendes und das macht große Freude. Big Band Sound und Swingmusik von Glenn Miller prägen den zweiten Teil des Programms. Mit dem Frühjahrskonzert geht es dann aber erst richtig los. Das Musikantenjahr 2018. Ja, es wartet gleich die nächste Herausforderung, nämlich das Wertungsspiel in Reit. Da müssen wir uns
natürlich noch kräftig in Proben stürzen, damit wir uns da ordentlich präsentieren können. Dann geht's weiter mit Erstkommunion, Firmung, also mit so traditionellen Sachen. Und dann starten im Juli die Platzkonzerte. Und als Höhepunkt des Jahres, da die sagen, dann Anfang August der Jahrmarkt. Ist ein ordentliches Stück Arbeit für alle Beteiligten, für die Vereine, für die Stadtmusik. Auch unter Mithilfe natürlich der Stadtgemeinde, Bauhof, Stadtwerke und so weiter. Und das wird natürlich der Höhepunkt der Saison und ja, der tollste Jahrmarkt aller Zeiten. Auch zeitgenössische symphonische Blasmusik wird geboten. So beispielsweise Slavia von Jan van der Roost, zweifelsohne einer der Höhepunkte des Abends. Es ist eine Originalkomposition, das heißt, es ist nicht irgendwie bearbeitet, sondern es ist für ein Blasorchester von dem Komponisten komponiert. Der eigentliche Name ist Slawische Rhapsodie. Es hat eine ganz breite, mächtige Melodieführung. Und wenn es nach der Kadenz in den rassigen Teil übergeht, dann wird es dann dem Namen gerecht. Und abgesehen von moderner Musik standen für die Freunde traditioneller Blasmusik heuer auch wieder einige schöne Märsche auf dem Programm. Auf dem Programm von Frühlingsstimmen 2018, dem Frühjahrskonzert der Stadtmusik Kitzbühel.